Hallo Leute, heute gibt es ein langes Clash Royale Video. Heute werden wir ein paar Games im globalen Turnier spielen. Und bevor wir jetzt mit dem Video anfangen, würde ich mich auf ein Abo sehr freuen und auf ein Like genauso. Und mein Clan heißt übrigens Yudimira, ein sehr aktiver Clan. Und ich würde mich auf neue Mitglieder sehr freuen. Und da würde ich jetzt direkt in die erste Runde reingehen. Let's go. Let's go, Leute, erste Runde. Das mach ich mal kurz hier hin. Okay. So, wir können jetzt direkt auswählen. Dann würde ich mal lieber den Poison nehmen. Erstmal mit den Spells mal anfangen. Okay. Jetzt ist der Gegner dran. Musst du kurz Wasser trinken? Nee, du. Nee, das ist auch gut. Kamera können wir ein bisschen mehr nach unten machen, so. Was können wir uns nehmen? Ein Riesenskelett. Ein Riesenskelett ist gut. Unser Gegner nimmt sich Tesla. Sehr interessant. Und Valkyrie, okay. Dann nehmen wir uns. Was sollen wir uns nehmen? Was wäre gut? Queen wäre gut. Und Banditen, würde ich mal sagen. Banditen ist auch eine gute Karte. Okay, er nimmt sich Minions. Und die Sperrkugeln. Dann nehmen wir uns einfach noch einen Royal Ghost. Und dann, jetzt ist halt so die Frage, was ich nehmen soll. Was soll ich denn nehmen? Ich glaube sogar, ich nehme mir den Mega-Ritter. Den nehme ich mir. Und weil er ja nur ein Gebäude hat, würde ich mir sogar Dings nehmen, die Widerreiterin. Wenn er jetzt die Widerreiterin nimmt, dann nehmen wir uns einen Miner. Was nimmt er sich? Okay, nimmt sich ein Giant sogar. Soll ich Sparky nehmen? Weil der hat jetzt einen Giant und ich habe jetzt einen Sparky. Der haben schon ein Hardcore, oder nicht? Er könnte sich jetzt, ja, den E-Dragon nehmen. Es war klar, dass er das, sich den nehmen wird, ist aber egal. Weil wir haben die Queen gegen seinen E-Dragon und so. Und wir haben auch einen Poison. Und gegen seinen Giant haben wir einfach einen Sparky, was übertrieben geil ist. Wir bringen einfach mal Banditen hinten. Er bringt Pfeile rein, kann man machen. Okay, jetzt bringt er so einen Feuerball. Sehr interessant. Der hat eine Valkyrie. Also ich könnte jetzt hier davor einfach einen Giant Skelly bringen. Und der müsste jetzt eine Valkyrie bringen normalerweise. Ja, da kommt die. War doch klar, Digga. Ich bin doch so gut. Ich bin doch einfach. Ich kenne ihn doch. Und die Queen ist mit einem HP am Turm. Sehr schön. Und der Giant Skelly. Wichtig. Jetzt bringen wir noch einen Ghost. Brücke. Und wir haben jetzt schon ihn auseinandergenommen. Sehr schön. Ich werde drei Games insgesamt machen. Das ist jetzt die erste Runde. Danach mache ich noch zwei weitere Games. Und dann würde eigentlich das auch schon reichen. Weil dann hätte ich 15 Siege. Ich habe aktuell 12 Siege, glaube ich. Oder 11. Wenn ich jetzt drei Runden gewinne, dann hätte ich echt schon gute Siege. Okay, hier bringen wir einfach mal einen Poison rein. Für seine Minions. Die sollten drauf gehen. Die gehen drauf, perfekt. Okay, er bringt jetzt einen E-Dragon. Einfach mal so ein Nado. Ich glaube, damit sollte der E-Dragon keinen Hit mehr machen. Ja, der macht leider jetzt einen Hit, ist aber egal. Weil wir haben schon mal ein bisschen Vorrang gemacht hier. So, Banditenbrücke. Oh, hat er noch gut verteidigt, ne? Das war noch ein bisschen knapp, sah ein bisschen knapp, aber hat er noch hinbekommen. Okay, das war jetzt ein dummer Feuerball. Muss ich schon zugeben. Wir bringen einfach eine Queen hinten. Und der muss jetzt seinen nächsten Giant normalerweise reinspielen. Macht er auch. Dann bringen wir einfach einen Funky oder einen Sparky, keine Ahnung. So. Was will der jetzt machen? Ich bringe jetzt einfach einen Giant Skelly davor. Zünden. Dann einfach so ein Nado. Und schieß. Bam. Wichtig, Junge. Jetzt ein Mega-Ritter davor. Poison. Und sein Turm ist schon drauf. Drauf gegangen. Was ist drauf, Digga? Drauf gegangen. Der Sparky macht noch einen sehr guten Job. Der macht einen sehr guten Job. Sehr schön.
Jetzt können wir einfach einen Skelly Kingdorf Knick, dann noch einen Königsgeist und das war's auch dann, ne? Ja, das war's dann auch schon. Dann sehen wir uns einfach in der nächsten Runde. Let's go. So Leute, nächste Runde. Oh, gegen einen Deutschen sogar. Was sollen wir uns hier als erstes nehmen? Natürlich ein Spell. Ich nehme mir den Poison. Der ist gut. Poison könnte man sich nehmen. Pfeile auch. Ich werde Friedhof spielen, ja. Friedhof ist geil. Mit Friedhof könnte ich Arbeit machen. Okay, er nimmt sich jetzt einen E-Giant. Dann nehme ich mir Pfeile. Und dann nehme ich mir einen Bowler. Der ist gut. Und jetzt muss ich halt aufpassen. Weil der hat jetzt einen E-Giant. Es gibt hier, glaube ich, keinen Nader. Genau. Dann würde ich sogar die Kanonenkarre nochmal nehmen. Und dann musste ich noch entweder einen Magier oder einen Elektromagier. Okay, der hat jetzt Holzfäller genommen. Sehr interessant. Komm, Junge, geht mal ein bisschen schneller hier. Wichtig. So, Kanonenkarre war das. Das nehmen wir uns. Dann nehmen wir uns am besten den Magier noch für Flächenschaden. Dann nehmen wir uns einen Ritter, Bombenturm und Graveyard. Genau, Ritter, Bombenturm, Graveyard. Er kann sich ruhig einen Void nehmen, ist nicht schlimm. Wir nehmen uns jetzt noch den Ritter, dann den Graveyard und am Ende dann den Bombenturm. Falls er was anderes nimmt, dann nehmen wir einfach, keine Ahnung, halt eine Konterkarte, ihr wisst schon. Ich könnte auch die Königsrekruten nehmen, ne? Oder ein Champion, habe ich vergessen mitzunehmen, ist aber auch, ja, egal. Wenn er sich kein Champion nimmt, dann nehme ich mir auch keinen Champion. Oder soll ich mir lieber einen Champion nehmen? Aber ich brauche ein Gebäude. Ich sollte lieber jetzt einen Bombenturm nehmen, ja. Scheiß auf den Champion, ich nehme jetzt einen Bombenturm. Hoffentlich nimmt er sich jetzt kein Champion. Bitte. Nimm dir eine Hexe oder so, das wäre doch schön, wenn du noch so eine Hexe nimmst. Oder eine Rakete, ne? Man kann ja auch Agent Rakete spielen. Ja, das ist gut. Er hat sich schön noch den Elektromagier genommen, sehr schön. Perfekt. Dann bringen wir Ritter hinten. Und ich glaube, hier gibt es nicht mal Evolutionen, ne? Das ist mir das erst jetzt mir aufgefallen. Okay, er bringt jetzt sein Agent, kann man machen. So. Ah, der hat einen Void, ich muss aufpassen, der hat einen Void. Ich bringe trotzdem mal einen Magier hinten. Und davor bringe ich dann einfach einen Bowler. Falls er sein Void reinspielen sollte. Ich bringe jetzt so einen Bombenturm. Ja, richtig. Der ist dumm. Der ist dumm. Ja, ich kann einfach so einen geilen Void spielen. Wobei. Ja, er hat schon mal ein bisschen Damage gemacht. Kann man machen. Kann er machen. Ist kein Problem. Weil ich glaube, so gegen Ende wird der nicht mehr durchkommen. Weil ich habe Kanonenkarre, ich habe Bowler, ich habe Bombenturm. Und ich habe sogar noch einen Magier für Flächenschaden. Also ich glaube, das wird für ihn schwer werden. Der hat jetzt schon guten Schaden gemacht. Kann er ruhig machen. Ist gar kein Problem. Ich gehe jetzt einfach rein, weil der hat jetzt nur Eismagier, Elektromagier. Der hat halt nur so einen Müll. Genau, da kommt der Elektromagier. Und der Eismagier auch noch. Perfekte Poison Value. Sehr schön. So, beide Magiers gehen drauf. Magiers. Die gehen beide drauf, perfekt. Okay. Sein nächster Agent kommt, kann er reinbringen. Ich bringe jetzt die Kanonenkarre. Und dann noch einen Bombenturm. Genau, da hätten wir halt zwei potenzielle Gebäude. Hier einfach mal schnell Pfeile drauf. Genau, und sein Agent wird gar nichts mehr machen. Und so ein Void würde sich auch nicht lohnen auf die Kanonenkarre. Genau. Das ist halt geil. Bowler. Rette mich bitte, Bowler. Richtig. Der Bowler hat uns gerettet. Sehr schön. Poison, nächster Poison rein. Nächster Graveyard.
Sehr schöner Damage. Das war ein sehr schlechter. Was war das Volt? Ja, das war ein sehr schlechter Volt. Das war ein schlechter Feuerball. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nächster Graveyard. Pfeile. Sehr schön. Ah, ich muss husten, ja. Oh, sehr, sehr schöner Void Catch. Perfekt. Sehr schön. Sehr schön, Digga. Sehr schön. Das machen wir gerade perfekt. Das war eine schlechte Crackerin. Sehr schön. Wir holen langsam auf. Perfekt, perfekt. Perfekt. Der Bowler macht einen sehr guten Job. Digga, seine Feuerbälle sind so dumm, Alter, ne? Nächster Graveyard. Nächster Poison. Nächster Magier. Sehr guter Damage, sehr guter Damage. Hier mal Pfeile drauf. Das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr für ihn. Vorbei. Das war's für ihn. Wobei, der macht es noch gut. Ja, das war's. Oder? Nee, noch nicht. 9 HP, aber jetzt. Jetzt. Dann sehen wir uns jetzt in der letzten Runde. Letzten Runde. Let's go. Let's go. Letzte Runde. Okay, diesmal ist der Gegner dran. Und wir haben wieder Graveyard. Wir könnten wieder Graveyard spielen, aber wir haben halt keinen guten Spell jetzt diesmal, ne? Ich glaube, ich spiele diesmal Lockbait. Ja. Ich spiele diesmal Lockbait. Ich nehme uns. Was, Digga, was laber ich denn? Ich nehme uns jetzt den Inferno-Turm, Rakete. Genau. Der nimmt sich Feuerball Blitz. Okay, sehr interessant. Kann er ruhig machen. Wenn ich einmal das Log bekomme und den Schneeball nehme, dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Weil jetzt hat der gefühlt gar nichts gegen Kobaltas. Wobei, doch, der hat Skami, aber dagegen haben wir jetzt einen Schneeball. Deswegen soll es eigentlich gut sein. Sehr schön. Okay, er nimmt sich einen Ritter. Kann man machen. Dann nehme ich mir halt die Valkyrie. Ist auch so gut. Oh, ein bisschen schneller, ein bisschen schneller, ein bisschen schneller, bitte. Okay, Eiskreis. Wir nehmen uns jetzt erstmal Koboldfass. Dann nehmen wir uns die Valkyrie. Ich nehme keine Queen, weil der hat einen Blitz. Ich nehme lieber einen Henker. Der hält ein bisschen mehr aus. Henker und dann muss ich noch. Was hat der genommen? Hunter, okay. Ich werde mir dann den Henker nehmen und. Was soll ich noch nehmen, ja? Und ich glaube, das war's dann, ne? Henker und vielleicht noch ein Prinz. Prinz ist auch gut. Prinz ist übertrieben gut. Da wurde er gebufft. Prinz. Ich meine Henker. Und der hat sich einen Koboldbauer genommen. Ich habe Valkyrie Henker. Der wird nie in dem durchkommen mit Koboldbauer. Und jetzt nehme ich nur noch einen Prinz, Digga. Der Prinz wurde gebufft. Ich habe es voll vergessen. Ich muss mir den Prinz nehmen, Digga. Der Prinz ist OP. Wenn er sich den Prinz nimmt, dann wird es schwer für uns. Bitte nicht. Oh, wichtig. Er nimmt sich. Ich nehme wieder keinen Champion. Ich nehme den Prinz. Digga, ein Prinz ist gefühlt ein Champion, ne? Der ist übertrieben krass. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Was ich meine, der chargt jetzt viel schneller, Digga. Der ist übertrieben krass. Ich gehe jetzt direkt so rein, weil ich weiß, was der für Karten hat. Ich kann direkt so reingehen. Oh, das macht er gut, Digga. Okay, stark, Digga. Okay, das hat er gut gemacht. Das hat er wirklich gut gemacht. Props gehen raus.
Aber haben wir wieder auch gut verteidigt, ne? Mit was hat der Schaden gemacht, Digga? Ach, mit der Prinzessin, ja, stimmt. Okay. Ist ja nicht schlimm. Kann er ja ruhig ein bisschen Schaden machen mit der Prinzessin. So, ich würde, glaube ich, am besten sogar jetzt einen Schneeball mal drauf werfen. Genau. Ich bringe keine Walküre. Ich spare die Walküre für den Koboldbauer. Ich bringe lieber einen Prinz hinten. Genau. Jetzt kommt der Ko. Achso, der kommt defensiv. Guck mal jetzt, wie schnell der Prinz chargt. Guck mal, instant. Instant, Digga. Das hat der Mut gemacht. Der hat echt guten Damage gemacht, schon am Turm. Aber ich habe die Rakete. Er hat zwar Feuerball und Lightning, also der hat zwei gute Karten, also zwei gute Spells. Aber ich könnte das trotzdem gewinnen. Sehr schön. Okay, was können wir jetzt machen? Prinz hinten, perfekt. Nächster Koboldfass, weil die Walküre tankt. Und er muss einen Feuerball drauf werfen, okay, das ist geil. Hier einfach ein Log. Er muss noch einen Ritter investieren, das ist übertrieben geil, wie gut der Prinz ist, ne? Nächster Schneeball einfach mal. Okay, Walküre. Mit einem Prinz zusammen. Nächster Koboldfoss. Lock auf die Prinzessin. Dieses Husten fuckt mich so ab, ne? Okay, er bringt einen guten Feuerball. Prinz. Scheiße, ich hab glaube ich die Walküre. Ja, scheiße, Mann, ich hab die gefällt. Sollte jetzt mal eine Rakete drauf werfen. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Aber Schmerz am Führen, wichtig. Scheiße, ich habe das Lock gefällt. Scheiße. Nein, wie macht die Prinzessin nicht? Bitte ja. Schneeball. Oh mein Gott. Wichtig. Okay. Es ist noch nicht vorbei, ist noch nicht vorbei. Rakete. Prinz. Wichtig, das haben wir. Let's go, Digga. Ich schwöre so, der Prinz hat sogar carried, ne? Wichtig, Alter. Das war's. Sehr schön. Drei Games hintereinander gewonnen. Und jetzt sollte ich 15 Siege haben. Mal gucken. Genau, 15 Siege, Digga. Sehr schön. Wir haben 15 Siege jetzt, Leute. Und ich glaube sogar, das war's jetzt mit dem Video. Morgen würde ich dann noch einen nächsten Video machen über das globale Turnier und da dann Richtung 20 Siege pushen. Ja, da würde ich mal sagen, das war's jetzt mit dem Video. Ah, oh, hier gibt's noch Truhen zum Öffnen. Die öffnen wir auch mal kurz. Jetzt bitte eine Legi, komm. Jetzt eine Legi, komm. Zum Abschluss eine Legi. Ne, okay. Leider keine Legi mehr. Ja, da würde ich jetzt mal sagen, das war's jetzt mit dem Video. Habt Spaß, bleibt gesund. Bis dann.